Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern wurde die Season angekündigt. Season 2, Saison des Blutes. Gibt's auch schon auf dem deutschen Blizzard, wenn ihr das einmal nachlesen wollt, was da alles kommt, einmal unten. Ansonsten einfach dranbleiben. Ein paar Informationen haben wir schon und da ist eine dabei. Oh mein Gott, bin ich glücklich darüber. Und alle werden des Übels abfeiern. Egal, scheißt mal alle auf den Content und alles, aber diese Information. Die ist huge. Und zwar, das Ganze, was hier geschrieben wird, ist eigentlich alles zusammengefasst auf diesem einen Bild hier. Und zwar, diese Saison wird heißen Saison des Blutes. Und wir werden fünf neue Endgame-Bosse haben, die es erlauben, Unix und vor allen Dingen Uber-Unix zu farmen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, dass die mathematisch auch droppbar sind, also dass die Drop-Raten nicht so extrem low sind, dass das funktioniert. Diese Endgame-Bosse sollen vergleichbar sein mit Warshan und Uber-Lilith. Wenn es wie Warshan ist, bin ich happy. Wenn es wie Uber-Lilith ist, bin ich ein bisschen ängstlich, weil Uber-Lilith ist schon ein harter Brocken, das schafft man nicht unbedingt. Hoffen wir mal, dass das ein guter Mittelweg ist und dass man die auf jeden Fall auch schaffen kann, ohne dass man komplett OP sein muss. Aber das ist alles super und toll und das freut mich auch, dass es da neuen Content gibt. Es gibt auch einen coolen Trailer, den verlinke ich euch auch mal unten, wenn ihr den sehen wollt. Der ist aber auch nicht so spannend. Spannender ist das, was wir hier auf der rechten Seite haben. Und wenn ihr schon gelesen habt, werdet ihr jetzt schon wissen. Aber das Renown, das komplette Ansehen, wird übernommen, wenn ihr im Eternal oder im Seasonal die Ansehenspunkte voll habt. Dann werden die komplett jetzt übernommen. Ihr müsst keine Nebenmissionen machen, ihr müsst nicht nochmal die ganzen Dungeons machen, ihr müsst die Stützpunkte nicht machen. Ihr habt einfach vom Start weg euer Ansehen, was ihr vorher auch schon hattet. Deswegen ganz wichtig für alle neuen Player, die jetzt starten und Season 2 richtig reinstarten wollen. Leute, ganz wichtig, holt euch schon mal euer Ansehen, damit ihr in der Season 2 nicht sammeln müsst. Das heißt, Karte aufdecken, Lilith-Statuen sammeln, Nebenmissionen machen, alle Dungeons abschließen, damit das alles übernommen wird in Season 2. Und das ist wirklich huge, weil da hatte ich am meisten Angst vor und viele auch von euch. Was heißt Angst? Wir hatten einfach keinen Bock, nochmal alle Nebenmissionen und alle Stützpunkte und alle. Ich meine, Stützpunkte muss man eh irgendwie machen, damit man da Wegpunkte hat und manche Dungeons laufen kann, aber. Vor allen Dingen die Nebenmissionen und normalen Dungeons und dass man dann halt das Ansehen hat. Man hat direkt die 20 Paragon-Punkte, man hat direkt die ganzen Tränke, man hat direkt die ganzen Obolusse. Also sehr, sehr, sehr geil. Fünf neue Bosse. Target Farming wird funktionieren. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Zu viert immer schön und sich abfacken, wenn einer einen Uber bekommt und der andere nicht. Das wird richtig witzig. Da auch nochmal ein kleiner Shoutout für unseren Clan, Team Diablo. Wenn ihr da noch einen Clan sucht, kommt mit rein. Das Ganze, zum Datum habe ich noch eins gesagt. Ja, die Season 1 endet am 16. Oktober und Season 2 startet am 17. Oktober. Wir haben nicht mal Zeit dazwischen. Es wird nahtlos übergehen von Season 1 in Season 2. Also sehr, sehr nice. Wenn da noch mehr Informationen kommen, werdet ihr hier auf jeden Fall erfahren. Lasst dafür gerne ein Follow auf den Kanal. Da würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und eure Meinung interessiert mich wieder brennend, weil das hier, Uber-Unix Farm, geil, aber das hier, das hat, also das macht mich gerade übelst happy. Lasst mal eure Meinung unten stehen und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.